Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous geht Jägerin Nokori mit ihren Gefährten in der Unterstadt von Alushinira in die Kneipe. Los geht's! So, wir gucken uns weiter in der Unterstadt von Alushinira an. Was mich am meisten irritiert, ist, dass hier so überall Plündergut auf den Dächern liegt, wo ich aber nicht hinkomme. Vielleicht müssen wir ja wirklich mit der Dimensionstür arbeiten von Voljev. Der aber erstmal hier in diese Richtung, nee, in die andere Richtung, in die da, sich umschaut. Und etwas entdeckt. Geheimverstecker-Alarm. Schwierigkeitsgrad 27. Da ist etwas. Aha, und zwar diese Kiste. Pretty good, aren't I? Ja. Fein, fein. Sehr gut. Aber das ist wohl Kulisse. Oder können wir hier rüber? Nee. Da drüben waren wir doch. Oder? Hier ist doch die faule Schlachterei. Genau. Hier war dieser komische Bettler. Also dieser Puppenspieler. Und hier sind wir gewesen. So. Heißt also, hier geht's auch nicht weiter. Taverne zum Pechvogel. Ah, sollten wir auch mal reingehen. Und was ist hier oben? Ach, das machen wir später. Wir gehen jetzt in die Taverne, weil sie um die Ecke ist. Weil sie um die Nähe ist. Sag mal, Sprachzentrum, spielst du noch mit? So ganz ohne dich ist es schwierig. Oh, das ist recht groß. Und die Helden stehen in der Tür. Keine Musik. Olli guckt sich mal ein bisschen um. Wer kennt sich mit sowas aus? Das ist so ein Zimmer für Übernachtungen. Das ist recht reinlich. Oh, prismatischer Ring. Was ist denn das? Was muss Olli einstecken? Guckt euch das mal an. Wow. In diesen wunderschönen, eleganten Ring sind zwei Namen eingraviert. Dartelik und Acha. Der zweite Name ist mit mehr Liebe und Sorgfalt geschrieben als der erste. Der Stil und die Alterungsspur des Ringes sagen dir, dass er in der Zeit des vierten Kreuzzugs gefertigt wurde. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich neue Symbole. Sie erzählen, dass Acha während des Kreuzzugs in Darteliks Armen gestorben ist und dieser Ring zu Ehren von Achars Andenken und ihrer Liebe geschmiedet wurde. Der Ring gibt keinerlei Hinweise darauf, was danach mit Dartelik geschah. Du fragst dich, ob er vielleicht noch am Leben sein könnte. Der Träger dieses Rings kann einmal täglich eine verbesserte Version von Regenbogenspiel als Zauberer der Stufe 17 wirken. Der Träger kann diesen Ring wieder aufladen, indem er Zauber verbraucht, deren summierte Stufen mindestens 9 entsprechen. Aha. Ja, Regenbogenspiel, das ist... Hat das irgendwer von euch? Du hast das. Nee, das ist nicht. Also, Regenbogenspiel. Ich würde jetzt ein Regenbogensymbol erwarten. Ja, was ich so erwarte. Ich sollte nichts mehr erwarten. Ja, Regenbogenspiel, ja, keine Ahnung. Das sagt mir gerade nichts, wenn ich nicht nachlesen kann, was das für ein Spruch ist. Ja, komme ich nicht dahinter. Das müsste ich mal bei irgendwem im Zauberbuch sehen. Haben wir das vielleicht... Ah, ist ja aber komisch, weil wir das im Inventar hätten als Spruch. Das hier ist sprühende Farben. Ja. Kann ich lange suchen, ne? Das lasse ich sein.
Das ist mir jetzt zu doof. Also Regenbogenspiel ist, ist die Frage, was das eigentlich tut. Bevor ich das nicht weiß, werde ich es nicht anwenden. Und der Ring ist für jemanden, der Zauber verbraucht. Ja, Wolf hat seine beiden Ringe hier. Schutzring plus 3. Und hier diese Berührungsangriffsgeschichte. Am ehesten könnte Sosiel den gebrauchen. Er hat den Ring des Entrinnens. Das ist praktisch der Skill Entrinnen. Da ist mir der hier lieber. Dieser Entrinnen-Ring. Na, du hast wahrscheinlich Entrinnen, oder? Hast du Entrinnen? Das ist eine gute Frage. Fähigkeiten. Ja, du hast Entrinnen. Ja, dann nutzt dir das nichts. Die Miezen dieser Welt können das nicht tragen. Ja. Dann lassen wir es mal so. Voljev huscht schon ins nächste Zimmer. Wenn das hier so einfach geht. Was war das? Kannst du mal irgendwie welche Fallen mal auch sehen? Ach so, fehlgeschlagen. Oi, um einen räudigen Punkt. Was hast du gerade gesagt? No? Hab's nicht verstanden. Egal, das geht wieder weg. Aus dem Konzept bin ich jetzt gebracht. Hier. This is my kind of work. Ja. In den Fall tapsen ist dein kind of work, das glaube ich dir. Kaltes Eisen und so ein bisschen Krempel. Okay, es gibt hier Fallen. Das ist eine komische Kneipe. Da können wir nach draußen. Gibt ja niemanden, der irgendwie Verantwortung hat, das Etablissement führt. Auch nach draußen. Ah, vielleicht kommen wir ja durch dieses Ding irgendwie aufs Dach. Ist auch möglich. Oh, wenn ja keiner mich aufhält. Wolf hat ja bei Dämonen so gut wie gar keine. Er hat überhaupt gar keine Gewissensbisse. Ah ja, hier scheint ein bisschen mehr los zu sein. Das könnte ein größerer Schankraum sein. Na, da möchte Wolf nicht alleine reingehen. Verletzt, wie er ist. Die ganze Heldengruppe betritt diesen Raum. Ah ja, hier ist... Ja, ja, das ist der eigentliche Schankraum, ja. Ah ja, sogar mit Portal. Hinter dem Portal ist Beute. Burgatz. Milara. Sonst irgendjemand, der hier wichtig ist? Ah, die sind alle laut. Rote Maske. Okay. Hier reden wir mit dem Wirt. Vor dir steht ein faltiger Dämon mit abgebrochenen Reißzähnen und nur einem Auge. In seiner Augenhöhle sitzt ein großes, gekrümmtes Insekt mit mehreren Beinen. Es scheint dem Dämon jedoch kein Unbehagen zu bereiten. Er begrüßt dich mit schneidender Stimme. Willkommen im Pechvogel. Ich bin Burgatz, der Wirt. Unser Etablissement legt Wert auf hohen Standard, wodurch es besser ist, hier anstatt in irgendeiner Spelunke zu essen und zu trinken. Schlaft hier auf eigenes Risiko. Ertränkt den Rest eures Lebens in billigem Fusel oder kauft Ware von höchster Qualität und zweifelhafter Herkunft. Nachdem der Dämon deinem Gefolge einen abschätzenden Blick zugeworfen hat, fügt er mit samtweicher Stimme hinzu. Wir akzeptieren Bezahlung in Gold und Sklaven. Ah ja, dir scheint unser Material, das wir hier mitbringen, das scheint ja zu gefallen. Oder Ivo. Was ist mit Drachenbissen? Akzeptiert er die? Ich zeige euch meine Bezahlung, großer Fiesling. Ach hier, ich bin die Kommandantin der Kreuzfahrer Golarions. Das würde Nokor hier nicht sagen. Aus mehreren Gründen. Berichtet mir von den neuesten Gerüchten.
Der Dämon schenkt einen Schnaps ein, der nach Blut und bitterer Asche riecht. Kein Problem. Trinkt was und wir reden. 500 Gold. Na dann. Hier. Der Dämon beobachtet mit offensichtlichem Interesse dein Gesicht. Der Schnaps brennt und füllt deinen Mund mit dem üblen Geschmack von Salz und fauligem Fisch. Was wollt ihr wissen? Erzählt mir von diesem Viertel. Der Dämon zeigt auf eine Schnapsflasche. Stellt euch vor, Alluginera ist diese Flasche. Die Unterstadt ist der Boden. Der Vergleich passt ganz gut, denn am Boden der Flasche ist fauliger Schaum und ein totes Insekt mit zwei Reißzähnen klebt daran. Eine Jauchegrube. Wenn jemand oder etwas beseitigt werden muss, wird er in die Unterstadt geschickt. Es heißt, die Arena sei das Herz des Viertels, aber das ist Unsinn. Das ganze Viertel ist eine einzige riesige Arena. Hier gibt es nur Mörder, Diebe und Abschaum. Das Blutvergießen endet nie und die Einwohner von Alluginera beobachten es mit Vergnügen und wetten darauf, wer aus diesem See von Blut als nächstes aufsteigt. Man mag die Armenviertel für ein nutzloses Anhängsel halten, aber sie bilden den Hauptquell der Unterhaltung für die Stadt. Halten sich ja viele Leute aus Golarion auf? Einige. Aber die meisten tragen besondere Accessoires. Der Dämon zieht einen imaginären Kreis um seinen Hals herum. Soll heißen, sie kommen als Sklaven hierher. Oder manchmal auch als Nahrungsquelle. Hin und wieder kreuzt auch einer auf, der frei ist. Im Normalfall Abschaum. Nur solche können oder Dämonen überleben. Ihr Menschen überlebt an jedem Ort. Selbst in Alluginera, dem Kessel des Wahnsinns. Ihr seid wie Kakerlaken, nicht wahr? Erzählt mir etwas über die Viertel der Stadt. In der Mittelstadt dreht sich alles um Handel. In den 10.000 Wonnen wird Sex angeboten. Auf den Fleischmärkten wird mit Sklaven und Waffen gehandelt und Söldner und Assassinen verkaufen den Tod von Widersachern. Die erfolgreichste Geschäftsfrau von allen ist Shamira im Harem der Wunschträume. Ihre Ware ist Nocticulas Gunst und die Gunst der Mächtigen. In der Oberstadt leben nur die, die schon alles besitzen und kein Interesse an Handel haben. Stellt euch vor, ihr werdet eine Kreatur mit göttlicher Kraft, die mit allen Annehmlichkeiten lebt und fast keine Grenzen hat. Solche Leute wohnen in der Oberstadt. Es wäre klug, dort nicht hinzugehen. In der Unterstadt wird man euch einfach töten und eure Leiche schänden. In der Oberstadt zieht man euch eure Seele mit einer glühenden Nadel aus der Nase, macht sie zu einem Eintopf, zwingt euch dann, ihn zu essen und ihn mit einem Cocktail aus euren Augen runterzuspülen. Erzählt mir von Alluginera. Kurz gesagt, herrscht keine Ordnung in der Stadt. Es hat nie welche geherrscht und wird es auch nie. Es herrschen hier keine Gesetze, denn wir Dämonen spucken auf Gesetze. Das einzige Gesetz, das hier gilt, ist das Recht des Stärkeren. Man nimmt sich, was man kann, und gibt alles auf, was man nicht beschützen kann. Man gehorcht den Stärkeren und dann verschlingen sie vielleicht wen anders. Jeder tut, was Nocticula verlangt. Sie hat Alluginera in drei Viertel eingeteilt. Die Unterstadt, die Mittelstadt und die Oberstadt. Die Eliten leben oben ein bequemes Leben. Die Dummköpfe und Verlierer rotten unten vor sich hin und alle anderen wohnen in der Mitte und träumen davon, nach oben zu kommen. Obwohl sie meistens abrutschen. Jedes Viertel ist ummauert, damit niemand irgendwo hingeht, wo er nicht hingehen darf. Wachen stehen an den Toren. Die Wachen sind aber nur ein Haufen bösartiger und gewalttätiger Dämonen, die Nocticulas Befehle ausführen. Wenn jemand vor ihren Augen niedergestochen wird, greifen sie nicht ein, es sei denn, sie befiehlt es ihnen. Andererseits könnte auch ihr jemandem den Schädel einschlagen und sie lassen euch in Ruhe. Sie würden euch nur verjagen, wenn ihr die Leiche selbst plündern wollt. Das machen wir doch ständig. Das Wichtigste ist, dass ihr niemanden vor einer Menge tötet und keine Gäste aus anderen Ebenen belästigt. Nocticula hat ihre Gründe. Sie will Alluginera zu einem ebenenübergreifenden Basar des Abyss machen. Und wenn ihr in Alluginera herumlauft, solltet ihr auf die Zeit achten. Oh, nicht im Sinne von vergeudet keine Zeit oder ähnlich lästigem. Achtet auf die Zeit, als wärt ihr in einem Dschungel und ein Raubtier würde im Gebüsch lauern. Es könnte sich auf euch stürzen, euch an Ort und Stelle einfrieren und euch so Tage, Monate oder sogar Jahre stehlen. Ihr würdet keine Veränderung bemerken und alle um euch herum würden alt werden und euch vergessen. Im Abyss verhält sich die Zeit unbeständig und wild. Okay, das heißt, wir könnten möglicherweise mit einer temporalen Verzerrung wieder auf Golarion ankommen.
Aha, das ist interessant. Das hat uns ja keiner erzählt. So. Dann, ich weiß alles, was ich wissen will. Eine Sache noch, Sterbliche. Euch muss aufgefallen sein, dass Alushinira nicht für euch gemacht ist. Es kann euch schnell passieren, dass ihr euch in unseren Straßen verirrt und einen unrühmlichen Tod sterbt, wenn ihr nicht wisst, wie man fliegt oder teleportiert. Aber warum sollte ich wollen, dass ihr sterbt, solange ihr noch trinkt? Nehmt das. Falls ihr euch verirrt, bringt es zu einem beliebigen Bogen und ihr werdet hierher transportiert. Das ist Nocticulas Idee, wie man Gästen anderer Ebenen wie euch hilft. Goldene Münze aus der Taverne zum Pechvogel. Ah ja, da komme ich hier hin. Ah ja, er sagte auch gerade etwas ganz Wichtiges. Dämonen können teleportieren. Natürlich vor allen Dingen im Abyss. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir auf den Dächern von Alushinira einfach nichts finden. Also, dass wir da nicht hinkommen, keinen Weg finden. Weil auch wir teleportieren müssen, um dorthin zu kommen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Also, goldene Münze aus der Taverne zum Pechvogel. Und so, ich, ja, das oben sage ich nicht. Was hat er denn anzubieten? Der Dämon stößt gegen eine große Truhe, die bis zum Rand mit allerlei Sachen gefüllt ist. Darunter sind Waffen und blutige Kleidung. Es scheint, dass die Sachen früher Besuchern aus verschiedenen Welten gehörten. Da sind die Sachen. Holt euer Gold raus. Ich vergebe keine Kredite. Die Stimme des Dämons senkt sich zu einem Flüstern. Übrigens, ich habe etwas Einzigartiges, das ich nur euch anbiete. Ein Nahyndrian-Kristall. Er birgt unbeschreibliche Kräfte. Was wäre ein Zufall, dass er das uns anbietet? Was ist ein Nahyndrian-Kristall? Ihr habt noch nie von denen gehört, aber die sind in Alushinira in aller Munde. Also schön. Ein Haufen Dämonen tauchte auf und sie waren so mächtig, dass man sich fragen musste, wie das sein konnte. Und das Seltsame ist, dass die Dämonen früher gewöhnliches Gesindel waren. Aber dann wurden sie, naja, ich weiß nicht, was genau sie sind. Aber sie verleihen enorme Kräfte. Gerüchten zufolge beziehen sie ihre Kraft aus Nahyndrian-Kristallen. Niemand weiß, was sie sind oder wie man an sie kommt. Aber alle wollen einen. Die sind mittlerweile echt bekannt geworden. Heutzutage ist alles möglich in Nahyndrian. Egal, wo man hinschaut. Natürlich alles Quatsch. Aber mein Kristall ist absolut echt. Fragt nicht, wo ich ihn her habe. Das bleibt mein Geheimnis. Aber ich könnte ihn euch verkaufen. Ich bin interessiert. Naja. So. Also, er hat keine Waffen und keine Rüstungen. Obwohl von Waffen und blutiger Kleidung die Rede war. Das ist verwirrend. 50.000 für diesen Nahyndrian-Kristall in Anführungszeichen. Dieses Amulett gewährt seinem Träger einen Kompetenzbonus auf Fertigkeitswürfe auf Wissenwelt. Also nicht, dass ich mir das nicht leisten könnte, aber will ich wirklich 10% meiner Habe für etwas ausgeben, von dem ich nicht weiß, dass es wirklich so heißt? Das ist wirklich so, also, ne? Mich irritieren die Anführungszeichen und mich irritiert, dass das Ding nicht lila ist. Nahyndrian-Kristalle waren immer mehr oder weniger lila. Das ist Zeug. Ihr habt Weihwasser, echt? Wow. Das wundert mich. Der Monitor, so beachtet, kennen wir schon. Ich habe es aber noch nicht ins Rezeptbuch übertragen. Richtig. Ja, also nein. Für 10.000 hätte ich es gekauft, aber nicht für 50.000. Wir müssen noch das Rezept aus der letzten Episode mal... Ach, das finde ich ja nie wieder. Doch, hier. So. Okay, ich könnte ihm Sachen verkaufen, aber ich müsste auch dringend Sachen verkaufen, aber ich würde das lieber im Handelsviertel machen, aus Gründen. Jetzt können wir also wieder hier hin, zurück. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Und wir können ja hier durch nach oben in den Nexus. Dann können wir da ja in Ruhe schlafen und müssen das nicht hier unten machen. Also, oben haben wir... die Hand der Erbin in voller Pracht und die anderen Gefährten, das erscheint mir sicherer, als hier irgendwo zu rasten. Aber gucken wir mal weiter. Boah, ich stecke hier ein paar Sachen ein. Während das Gespräch geführt wird. Bestandsbuch.
Na, ist vielleicht wichtig zu lesen. Also, Bestandsbuch aus dem Pechvogel. Die meisten Seiten dieses Buches wurden herausgerissen. Von den verbliebenen Seiten ist lediglich die erste beschrieben. Eingänge. Bräu, 3 Fässer, zu teuer. Ich besorge besser das Zeug, das nicht ganz so gut läuft. Absinth, 3 Flaschen. Nur für wichtige Gäste, nicht an normale Kunden verschwenden. Abgelassene Brühe aus den Bädern in den 10.000 Wonnen, 2 Eimer. Riecht nach Fleisch. Mit Salz und Pfeffer würzen und als Empfehlung des Küchenchefs verkaufen. Fleisch aus Hessru-Beständen. 4 Säcke. Keine Hessru-Aufträge mehr. Der vorletzte verdammte Fleischjäger ist nie zurückgekehrt. Wurzeln, 2 Säcke. Brauche dringend neue Butler, die jetzigen sind unfähig. Schans Gewürze, 1/2 Eimer. Sparsam verwenden. Getränke und Häppchen, damit würzen. Das bringt mehr Gäste für eine weitere Dosis zurück. Zahlungen. Bier aus der materiellen Ebene, 6 Fässer. Sollte noch mehr bestellen. Es schmeckt zwar wie Pisse, aber die Gäste aus der materiellen Ebene trinken es, als gäbe es keinen Morgen. Rindfleisch vom letzten Jahr, 3 Säcke. Anmerkung. Der Geruch lässt sich leicht mit Knoblauch und Senf überdecken. Gemüse aus Grumsladen, 3 Säcke. Er muss entweder mit dem Preis runtergehen oder das Zeug mit irgendwelchem anderen Dreck strecken. Die Gäste mögen keine blauen Karotten in ihrer Suppe. Wie steht das im Zusammenhang? Weiß ich nicht. Schans Gewürze, 1 Eimer. Ich muss dem Koch den Kopf abreißen, weil er so viel davon verwendet hat. Das ist kein Salz, verflucht nochmal. Und vergammelter Käse, 2 Eimer. Ist bei den Einheimischen gut angekommen. Sollte mehr bestellen. Nächstes Mal aber mit mehr Mahn. Toll. Ach, diese Dämonen, das ist ein Lärm hier, ey. Might be trap, might be treasure. Schwierigkeitsgrad 28, Geheimverstecker-Alarm eben der Pechvogel-Taverne der Unterstadt von Alushinira hat Volje 4 was entdeckt. Da. Das ist dieser Topf da oben. Oh ja. Oh, ein Rubin. Das ist teuer. So, hier. Da steht noch was. Ja, da haben wir hier Mil, wie heißt du? Milara. Eine Zauberin mittleren Alters grüßt dich mit einem Nicken. Sie hat kurze dunkle Haare, ein dünnes Gesicht und markante Wangenknochen, die dich an einen Raubvogel denken lassen. Trotz der Ringe unter ihren Augen und ihrer allgemein erschöpft wirkenden Erscheinung ist ihre Stimme freundlich und umgänglich. Hey, ihr seid nicht von hier, oder? Kommt ihr aus Golarion? Dann sind wir Landsleute. Ich stamme aus Absalom. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Magistra Mielara, geprüfte Spezialistin für das Lösen magischer Probleme und Kapitänin des Luftschiffs Sternfänger 3. Was soll jetzt Nenu dazu sagen würde, hä? Huh? Böse angreifen. Mal sehen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Was tut eine Zauberin aus Absalom in diesem Rattenloch mitten im Abyss? Der Blick der Frau wird einige Sekunden lang abwesend und ein Hauch von Verbitterung legt sich auf ihre Miene, verschwindet jedoch schnell wieder. Man könnte wohl sagen, dass ich versuche, mein eigenes Schicksal zu überlisten. So, wie es in meinem Leben im Moment steht, scheint der Abyss noch der beste Heimathafen für mich zu sein. Es gibt hier nur wenige erfahrene und gleichzeitig vertrauenswürdige Kapitäne, also habe ich reichlich zu tun. Ihr kommt mir ehrlich vor, wie könnt ihr hier überleben? Milara runzelt ein wenig die Stirn und verschränkt resolut die Arme. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Ihr fragt euch, wie eine Kapitänin, die sich nicht alles krallt, was nicht nied- und nagelfest ist, die keine Fracht stiehlt und keine Passagiere über Bord wirft, wie eine solche Kapitänin im Kreise blutiger Piraten überleben kann. Meine Antwort ist einfach. Meine Grundsätze beschützen mich. Ich halte mich strikt an den ungeschriebenen Kodex der Aeronauten. Ich ignoriere niemanden, der in Not ist. Ich greife keine anderen Schiffe an und ich bewahre die Integrität der Fracht, die mir anvertraut wird. Die anderen Kapitäne mögen mich für eine Idiotin halten, doch das schert mich nicht. Meine Beharrlichkeit nötigt ihnen Respekt ab, provoziert jedoch auch ihren Zorn.
Zudem wissen sie, dass ich stur bin und mich bis zum bitteren Ende verteidigen werde. Das ist vermutlich der wahre Grund, warum sie mir bisher noch nicht die Kehle durchtrennt und mir mein Schiff gestohlen haben. Ich würde gerne mehr über euer Schiff erfahren. Ich kann eure Neugierde verstehen. Ihr werdet im Abyss kein zweites Schiff wie die Sternenfänger 3 finden. Und auch Kapitäne wie ich sind hier eine Seltenheit, aus naheliegenden Gründen. Also, Schiff. Die Sternenfänger 3 ist, wie der Name vermuten lässt, nicht mein erstes Schiff. Sie ist jedoch ohne jeden Zweifel das fortschrittlichste und hat mich auf den aufregendsten Abenteuern begleitet. Sie ist das zuverlässigste und beste Schiff, das ihr auf den Mitternachtsinseln finden könnt. Sie und ich, wir waren schon mehr als einmal in großer Not. Doch mein Schiff hat mich noch nie im Stich gelassen. Einmal hat die Sternenfänger 3 sogar einen kurzen Abstecher in den Spalt der Rast unternommen. Den Ort, an dem die Seelen ermordeter Dämonenherrscher sich langsam auflösen, gefangen in bröckelnden Steinskulpturen. Ich sollte auch anmerken, dass die Sternenfänger 3 in dieser Gegend einen einzigartigen Ruf hat. Sie war noch nie an einem Piratenüberfall beteiligt, hat noch nie geschmuggelte Waren oder Sklaven transportiert, ist noch nie an einem Schiff in Not vorbeigefahren, ohne Hilfe anzubieten, und stand noch nie in den Diensten eines Dämonenherrschers. Mir fällt kein anderes Schiff auf den Mitternachtsinseln ein, das einen solch guten und ehrlichen Ruf genießt. Bei den letzten Worten schwingt Stolz in Vilaras Stimme mit, als würde sie nicht über ein Luftschiff sprechen, sondern über ein Lebewesen. Aha, also du schützt oder du garantierst die Integrität der dir anvertrauten Waren, bist aber sicher, dass du noch nie geschmuggelt hast. Das ist für mich ein Widerspruch in sich. Wer arbeitet mit euch auf eurem Schiff? Ich wähle meine Besatzung persönlich und äußerst sorgfältig aus. Ich versuche, nur jene zu rekrutieren, die, sagen wir mal, noch nicht vollständig von den in dieser Welt vorherrschenden Bräuchen korrumpiert sind. Selbst hier besteht eine Chance, selten zwar, aber doch gelegentlich, einem Sterblichen mit dem Herz am rechten Fleck zu begegnen, der zwar von dieser bösartigen Umgebung vergiftet wurde, aber noch nicht hoffnungslos verloren ist. Ich tue mein Bestes, diesen Leuten zu helfen. Und wenn ich Erfolg habe, gebe ich ihnen genügend Gold, um auf eine andere Ebene umzuziehen und schicke sie los. Ich hoffe, dass ich so in der Lage bin, zumindest einige anständige Seelen zu retten. In diesem Fall sind Fehlschläge jedoch leider viel häufiger als Erfolge. Um also meine gutherzige, aber korrumpierte Besatzung davor zu beschützen, unwiderrufliche Fehler zu begehen, muss ich mich auf einige Zauber verlassen. Milara tippte sich grinsend mit einem Finger an die Schläfe. Ich nenne es disziplinarische Gedankenkorrektur. Aha. Sternfänger 3, es gab also auch Sternfänger 1 und 2. Das fröhliche Lächeln der Zauberin schwindet. Die Sternfänger 2 ist auf den Felsen von Alinythia zerschellt. Wir segelten gerade über die Insel Mara, als eine Meuterei ausgebrochen ist. Die Gegend dort ist böse. Zwietracht und Feindseligkeit liegen wie giftige Wolken in der Luft. Ein Teil der Besatzung hat versucht, das Schiff an sich zu reißen. Die anderen hielten mir die Treue und es kam zu einem Massaker. Ich musste mich gegen meine Freunde verteidigen, bis nur noch ich übrig war. Die einzige Überlebende. Es gelang mir ganz allein, mein Schiff nach Alynthia zu bringen. Doch als ich anlegen wollte, schlitzten die Felsen ihr den Bauch auf, wie ein Fischhändler einem Fisch. Die Sternenjäger 2 war nicht mehr zu retten und ich entkam mit ein paar blauen Flecken und einem angeschlagenen Zahn. Die Zauberin lächelt verbittert. Und was die Sternenjäger 1 angeht, wegen ihr habe ich entschieden, mich im Abyss niederzulassen. Wie seid ihr im Abyss gelandet? Die Miene der Zauberin verfinstert sich. Ihre Worte scheinen einem kalten und fernen Ort zu entspringen, als kämen sie aus einem Grab. Ich war einst Mitglied des Arcanamiriums, der angesehensten magischen Akademie von ganz Absalom. Ich war auch damals schon Kapitänin und transportierte für meine Kollegen besondere Fracht und besondere Passagiere. Mir war eine riskante und äußerst gefährliche Rettungsmission in der Ebene Abaddon zugewiesen worden. Ich sollte eine Gruppe von Kundschaftern retten, die dort in Schwierigkeiten geraten waren. Ich habe sie buchstäblich den Klauen des Grabschleifers entrissen, dem Herold des Typhus, Gott des zufälligen und sinnlosen Todes. Abaddon. Abaddon ist ein grenzenloses apokalyptisches Ödland, in dem die Dämonen leben. Es wird beherrscht von den Zitadellen der 4 Reiter, enthält aber auch eine weitläufige unbewohnte Ebene sowie kleinere Anwesen unbedeutender Kriegsherren und Vasallen. In Abaddon befindet sich der Oberlauf des Styx, der durch den Mahlstrom fließt.
dabei oftmals Hölle und Abyss berührt und sich schließlich unterhalb Pharasmas Turm sammelt. Und dieser Hurensohn hat mir diesen Mangel an Respekt nie verziehen. Er hat mich verflucht. Die Leute um mich herum fingen an zu sterben. Sowohl die, die mir wichtig waren, als auch solche, von denen ich noch nie gehört hatte. Wohin ich auch ging, ereilte mich Kunde von grauenhaften, sinnlosen und tragischen Unfällen, die jemanden aus dem Leben gerissen hatten. Doch mir selbst geschah nichts. Selbst, wenn überall um mich herum die Gewalt tobte, entkam ich immer mühelos und ohne den geringsten Kratzer. Ich habe versucht, den Fluch loszuwerden, doch niemand konnte ihn aufheben. Bald darauf wurde die Sternfänger einst bei einem schrecklichen Sturm zerstört. Dann habe ich entschieden, freiwillig ins Exil zu gehen und mich von den Ebenen fernzuhalten, auf denen Höflichkeit, Gnade und gesunder Menschenverstand geschätzt werden. Hier im Abyss muss ich zumindest nicht um die Opfer meines Fluchs trauern. Zudem ist der Abyss auch ohne mich schon verrückt und grausam genug. Mein schreckliches Schicksal trägt also kaum etwas zu diesem aberwitzigen Wirbelsturm der Aggression bei. Lan lauscht der Erzählung äußerst gebannt. Er bewegt keinen Muskel und scheint auch das Atmen zu vergessen. Ich habe noch nie einen echten Kapitän gesehen. Sagt, was ist das für ein Gefühl, wenn man... Naja. Lan stockt, weil er die richtigen Worte nicht findet. Mit einem sanften Lächeln beendet Milara seinen Satz. Wenn man Aeronaut ist? Tja, wie soll ich das beschreiben, Bursche? Es ist einfach der beste Beruf der ganzen Welt. Themenwechsel? Achso, nee. Ja, ich nehme an, dass wir die vielleicht irgendwann wegen irgendwas ansprechen müssen. Im Augenblick wissen wir aber nicht, warum. Also, ich gehe jetzt. Auch euch allzeit guten Wind. Solltet ihr jemals Bedarf an einem hervorragenden Luftschiff, Achtung, und einer fähigen Kapitänin besitzen, gebt mir einfach Bescheid. Ja, ja, ja. So. Ich wollte Lustschiff sagen, wie ich noch darauf komme. Voljev hat nichts mehr zu tun, aber hier ist noch jemand namens Rote Maske. Was ist denn das für einer? Verschwindet, ich will keine Saufkumpanen haben. Ist das ein... Dem Aussehen nach ist das ein... Kein Dämon. So. Hier ist noch was. Jetzt ist es weg. Gut. Hier geht's... Ich schau nochmal. Was machst denn du? Geh da mal hier lang, da lang. Hier ist nichts mehr. Wir gehen mal nach hier draußen, also nach oben draußen. Wo sind wir hier reingelaufen? Hier, genau, da sind wir reingelaufen. Da kommen wir raus. Okay, und da ist die andere Tür. Okay, das ist also nichts, das uns weiterhilft. Denke ich. Da oben wäre was. Falle. Aha. Ja, Dämonen können teleportieren. Wir könnten jetzt mit Voljevs Hilfe den Massendimensionstorsprung hier oben hin machen. Dann könnten wir hier die Falle entschärfen, hier rüberlaufen und da dieses Körbchen plündern. Und dann müssen wir mit Massenteleport wieder runter. Aber vielleicht brauche ich Massenteleport noch anderweitig. Ich würde das nur machen, und ich glaube, ich muss das machen, es geht nicht anders. Ich würde das nur machen, wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt mich zu einer Rast zurückziehe. Und wenn dann Voljev noch Massenteleport hat, dann kann man das dann noch tun.
So, ich würde jetzt hier oben mal dahin gehen. Da waren wir noch nicht. Warum blinzt du so? Du solltest bis heute Abend 100 Goldmünzen auftreiben. Wo sind die Bettler? Es heißt, Hepzamira rekrutiert Arbeiter. Jede Menge Arbeiter. Eine ganze verdammte Armee. Vielleicht sollte ich mich mal bei ihr melden. Niemand verteilt Almosen. Die Geizhäse, die an mir vorbeikommen, geben mir nichts. Die nehmen nur. Halt's Maul, Abschaum. Ich werde jedem von euch für jede fehlende Münze einen Zahn ausreißen. Und wenn ihr keine Zähne mehr habt, dann mache ich mit den Augen und Fingern weiter. Es war nie wichtiger, Zähne zu haben. Ist das so ein Sklavenzuhälter oder was ist das für einer? Was sind das für Effekte hier? Was? Aber gar nicht gelesen. Vergifteter Dämonenanführer. Das Zeug steigt einem echt zu Kopf. So viel steht fest. Ich fühle mich, als könnte ich jedem den Kopf abreißen. Hey, Fremde, wer ist denn nicht euren Kopf abreißen? Okay, der ist high. Verstehe. Wo ist ein Wolf? Mittendrin hat nur dabei. Aha. Was haben wir denn hier überhaupt? Borstel. So. Borstel steht mittendrin. Ah, der ist jetzt gleich dran. Wolf, den kannst du doch bestimmt angreifen. Das ist der Anführer, RK-37. Ist natürlich blöd. Der wäre besser, aber... Ah, ist eine schwierige Situation. Was war denn das? Wow. Da ist irgendein Skill von der Kuri getriggert, dass sie geheilt wird. Oder es war unser unsichtbarer Engel. Ey, du bist ja richtig mies drauf. Irgendwas mit dem... Hattest du gerade auch RK-37? Du hast RK-39, oder? Ah, ich hab's vergessen. Ja, jetzt hör doch mal auf eine Kuri rumzuhacken hier, Mensch. Da muss mal eine Mieze hin. Ah ja, die Hand der Erben ist mit dabei. Na, Ivo. Der da muss auch dringend weg. Ja, das kannst du gerne versuchen. Eine 20 würfeln du musst. Stinkender Dämon. So, Lan. Er muss natürlich weg. Aber triffst du ihn oft genug? Das ist die Frage. Wer ist denn das? Ach ja, der ist gleich dran. Das will ich nicht. Ja, mit 2, 3 und 4 Würfeln, da trifft man niemanden lang, echt. So, Galfried.
Er steht noch. Deran. Ja, geh mal ein bisschen aus der Schusslinie. Du kannst gerade nicht viel helfen. Ey, der nervt mich, dieser Typ. Naja, wenn der gleich dran ist, der schießt nur Cori um. Ne? Das ist ein bisschen das Problem. Wie können wir dir denn die Suppe versalzen? Zauberresistenz. Wenn ich wüsste, ob wir den jetzt gleich so umhauen oder ob ich jetzt hier wirklich ganz heftig was rausholen muss. Machen wir es so. Die sichere Variante. Bosse trifft gut. Wolje, für nichts an dir. Du bist gehastet, weil in deiner Nähe Leute gestorben sind. Achtmal zustechen. RK-37, das schaffst du. Komm, ich glaube an dich. Ja, im ersten Versuch. Was würfelst du denn? Eine 8, hat gereicht. Oh, Punktlandung. Danke, Wolje. Der Rest ist ja nur noch Formsache. Der ist erst nach Schattenfang dran. Schattenfang schaut auch alleine. Das machen wir hier so. Ja, genau so. Jetzt ist sie noch mal dran. Nee, ist sie nicht. Puh. Unschön hier. Was sind wir denn alles? Das ist alles egal hier. Das ist Standardkram. Na gut. Ein Schutzring plus 2. Lederrüstung plus 2. Was sind das? Meisterschütze. Oh, das klingt aber interessant. Und das hier oben ist interessant. Wir haben einen Bogen namens Meisterschütze. Was ist das für einer? Das ist ein Kompositbogen lang. Plus 4. Fügt er einem mehr als 30 Fuß entfernten Gegner in einer Runde den ersten Treffer zu, gibt es nochmal einen Malus auf die AK. In einer Runde den ersten Treffer. Okay. Der ist echt gut. Der könnte im Augenblick sogar besser sein als Finnean, oder? Hm. Finnean, tut mir leid. Aber der ist gerade besser als du. Apropos Finnean, müssen wir mit Finnean reden. Ah, verdammt. Es gibt so viel zu tun hier. Also, ja, das und dann haben wir hier noch was. Schutzring, Amulett, Rüstung. Krummsäbel plus 3. Das ist alles Stangenware. Amulett der natürlichen Rüstung plus 2 könnte interessant sein, weil das vielleicht irgendjemand also hat. Hier zum Beispiel Lan. Das ist ein, was ist das für eins? Ist auch ein plus 1er. Das ist ein plus 2er. Der Deran oder Lan? Gute Frage. 28 oder 26. Lan ist dran und bekommt das. RK steigt um 1 und das eine Ding, das können wir vergessen. Diese plus 2 Schutzringe sind wichtig, das können wir noch gebrauchen bei anderen Gefährten, aber hier nicht in unserer Gruppe. Ein plus 2 Schutzring, Schutzamulett. Nein, ein plus 2 Resistenzmantel. Den haben wir hier auch noch. Also brauchen wir hier nicht, aber bei den anderen Kollegen. Gut.
Mir fällt gerade ein, dass wir mal mit Finian reden müssten. Nee, müssen wir nicht. Es gibt nichts Neues an seiner Stelle. Okay. Wissen, Welt, Schwierigkeitsgrad 29. Das ist Derans Metier. Wissen, Welt plus 21. Ah, ha, 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 ha. Also geht das wirklich nicht besser? Wissen, Welt. 21. Was? Ja, geht nicht besser. Aivu kann das auch nicht. Ja, dann Deran. Deran in Position. Soziel, bitte einmal Glückspilz. Jetzt hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Ja, hier. Guck das mal an. Erfolgreich. Die Zeichen an der Wand verraten, dass hier ein Drogenhändler zu finden ist. Im Abyss gibt es zahlreiche Gifte, die Sterblichen und selbst Dämonen Albträume bescheren können. Ah ja, das passt ins Bild. Da haben wir alles geplündert. Ah ja. So. Na, ihr Dämons. Noch jemand, der hier Stress machen will? Hat der Erbin, du darfst dich gerne wieder ein bisschen mal unsichtbar machen. Das ist ein bisschen auffällig hier. Das ist so eine runde Arena. Was macht ihr da? Da können wir rein. Hier geht's nicht weiter. Naja, die Dächer halt noch, aber das geht wohl nur mit dem Massendimensionsschritt. Also ist... Hey, komm schon. Ist hier die Arena dran, aber wer weiß, was passiert, wenn ich da reingehe. Deswegen gehe ich erst rein im nächsten Teil. Bis dahin.